Geht weiter mit Formulierungshilfe für Digitales im Regierungsprogramm. Es gibt nämlich inzwischen super viele Forderungen aus der Zivilgesellschaft. Auch wir, der Digitale Gesellschaft e.V., hat einen Forderungskatalog im März online gestellt und das muss alles endlich ernst genommen werden. Mehr dazu von Erdgeist. Wunderschönen guten Tag. Schön, ist bei mir auch schon wieder 2 Jahre her, dass ich vor einem Live-Publikum gestanden habe, entsprechend aufgeregt. Ja, ich bin Erdgeist. In meinem Ehrenamt bin ich beim Chaos Computer Club als Pressesprecher mit tätig und der Chaos Computer Club hat, nachdem jetzt ganz überraschend Wahlen stattgefunden haben, und im Ergebnis dieser Wahlen auch ein ganz verblüffendes Ergebnis über die zukünftigen Koalitionen entstanden sind, haben wir die Gelegenheit gehabt, 3 Parteien gleichzeitig schon mal in ihre Sondierungskataloge rein diktieren zu lassen, was wir da gerne lesen würden. Diese Gelegenheit mussten wir natürlich nutzen und so wie ein wirklich total toll vorbereiteter, aufgeräumter Computerclub haben wir natürlich eine Vorlage schon seit Jahren in der Schublade. Nee, wir haben natürlich angefangen, um dann innerhalb von 1,5 Tagen ungefähr 30 Meinungen von 30 Leuten einzuholen, die aufzuarbeiten, die am Ende noch schnell, bevor die Sondierungsverhandlungen losgehen, da reinzutun. Dieser Griff ist mir so ein bisschen sperrig. Wir sind ja hier alle als netzaffine Menschen in den letzten Jahren, wie nennt man es wirklich, frustriert gewesen, ob des glazialen Fortschritts der Digitalisierung in Deutschland. Wir sind teilweise sprachlos und fassungslos. Und dieser Vortrag ist eigentlich ein Zweiteiler. Der erste Teil ist schon rausgekommen, das sind genau die Formulierungshilfen, aber davor stehen ja Dinge. Davor stehen ja 16 Jahre lang, sagen wir, Muff, den mit dem Ende der Kanzlerschaft Merkel und dem Griff dieser Partei, die da abgewählt wurde, mit dem Eindruck, den diese Partei mit auf die digitale Entwicklung in Deutschland genommen hat, ist jetzt, als ob jemand das Fenster aufgestoßen hätte und wir uns freuen, dass alle 3 Parteien da ein einigermaßen modernes Team besetzt haben, was die Sondierungsgespräche im Digitalen führen soll. Und wir können mal drauf gucken, wie es überhaupt dazu gekommen ist, was so die Probleme sind, weswegen wir diese Formulierungshilfe dort überhaupt erst schreiben mussten, wie wir glauben, dass diese Formulierungshilfe da Dinge zum Besseren verändert. Ich glaube, grundsätzlich haben wir dieses Problem, dass da ist das Durchschnittsalter der Bevölkerung in Deutschland und die Glockenkurve der technisch kompetenten Menschen mit uns hier allen zusammen entwickelt sich erst langsam in Richtung dieser Zahl. Das heißt, als Politiker, wir müssen denen nicht mal bösen Willen unterstellen, wenn die vorher Politik gemacht haben, die einen Großteil der Menschen irgendwie ansprechen sollte, dann waren das Elektorat ist irgendwie noch älter als das, ist der Fokus woanders gewesen, nicht im Digitalen. Wir brauchen bloß in Schulen und Universitäten gerade gucken, wie die Ausstattung dort aussieht, wie die Gebäude aussehen, wie die digitale Infrastruktur aussieht, um zu sehen, dass auch ein Großteil des Souveräns, der da wählen darf, wahrscheinlich das Innere so einer Bildungseinrichtung das letzte Mal vor viel zu langer Zeit gesehen hat und das alles nicht so schlimm findet. Wir haben das Problem, dass gerade Menschen ab einem bestimmten Alter, meistens wenn sie aus der Schule oder einige Menschen aus der Uni raus sind, nicht mehr wirklich zum Lernen angehalten werden. Das heißt, es gibt teilweise Angebote, aber Bildung und vor allem digitale Bildung findet einfach im größten Teil da statt, wo es um Konsumtion geht. Also wie man Menschen dazu ermächtigt, wie sich den tolleren Fernseher zu holen, um dann digitales, noch grüneres Fußball zu gucken. Ganz, ganz ehrlich, wir bewegen uns ja, wenn ich mich hier umgucke, auch langsam auf genau diese Zahl dahin und es macht mir so ein bisschen Angst, vor allem wenn ich fühle mich hier echt gut aufgehoben, weil ich das Gefühl habe, dass die ganzen Probleme, die vielleicht unsere Altersgenossen da so mitbringen,
dass wir die nicht entwickeln aus einer gewissen Neugierde heraus. Aber ich habe irgendwie im Familien- und Freundeskreis Menschen, die ihr Leben lang eingeimpft bekommen haben, dass das, was irgendwie so in flimmernden Bewegtbildern produziert und dann veröffentlicht wurde, dass das schon irgendwie Hand und Fuß haben muss. Wer ins Fernsehen kommt, ja, der weiß was. Der da hat eine bestimmte Schwelle überschritten. Und Menschen, die so indoktriniert wurden seit jeher, gehen dann eben auch davon aus, dass das, was dann diesem YouTube passiert und wo, mit allen weiteren Empfehlungen, dass das schon irgendwie alles seine Berechtigung haben muss. Und zwei Monate später sterben sie ungeimpft an der aktuellen Seuche. Das heißt, ja, diese mangelnde Bildung, dieser mangelnde Drang, tatsächlich digital sich weiterzubilden, mit den Chancen, aber auch mit den Risiken irgendwie sich auseinanderzusetzen, schadet uns allen als Gesellschaft. Und ein Großteil der Menschen, die da jetzt in der Mitte dieser Glockenkurve sind, sind zu einer Zeit groß geworden, in dem wir noch wer waren. In dem Deutschland irgendwie ganz an der Speerspitze der technischen Revolution mitgestanden hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns darauf, so als Nation, darauf ausgeruht haben und uns gefreut haben, dass Menschen in einigen Regionen der Welt für viel weniger Geld uns die ganzen tollen Dinge zusammenschrauben und sehen uns halt immer noch als Speerspitze der technischen Entwicklung, während wir in Wirklichkeit ein wenig zurückgefallen sind. Ich würde die Probleme gerne so an einem plastischen Beispiel mal versuchen zu erklären. Wir haben, wie wir, glaube ich, alle schmerzhaft in der Interaktion mit dem Behördenapparat in Deutschland mitbekommen haben, haben wir eine, sagen wir so, gescheiterte digitale Strategie, eine Verwaltung. Das liegt daran, dass alle Projekte sich quasi auf Basics nicht verlassen können. Also egal, was wir da jetzt gerade an total tollen Leuchtturmprojekten bauen wollen, scheitern die immer wieder an quasi denselben Dingen, nämlich dass es erstmal keinen belastbaren Grund gibt, auf dem man überhaupt bauen kann. Wie ich angedeutet habe, die digitale Bildung der Bürger befindet sich so auf dem Stand der 1995er Jahre. Mit Bobbele, der fragt, ob denn alle schon drin seien. Und für mich war so der frustrierende Moment der Kanzlerschaft, als sich unsere Bundeskanzlerin ihres Zeichens Naturwissenschaftlerin hingestellt hat und mit einer Koketterie erzählt hat, dass das schon alles gar nicht so schlimm ist, wenn man sich im Digitalen nicht auskennte, weil es ist ja für uns alles Neuland. Und damit quasi eine Absolution erteilt hat, sich mit diesem ganzen Metier nicht auseinandersetzen zu müssen, weil wenn nicht mal die Bundeskanzlerin das schafft, wer dann? Das ist ein Indiz dafür, dass die digitale Alphabetisierung in Deutschland einfach nicht so weit fortgeschritten ist, dass die Menschen, die Bürger, die dort Angebote wahrnehmen sollen, tatsächlich die Risiken richtig einschätzen können. Wir sehen die ganzen Banking-Phishing-Mails, die man bekommt. Viele fallen offensichtlich noch drauf rein. Man skaliert das Ganze hoch auf irgendwelche notariellen Interaktionen mit dem Staat. Man erweitert das auf Steuern, die man abgeben muss und hat das Schadenspotenzial da einmal vor Augen. Wir sehen, dass der Netzausbau in Deutschland zum Heulen ist. Das heißt, viele können tatsächlich digitale Behördenangebote nicht nutzen. Da kommen wir später noch zu, warum das ist. Die Endgerätesicherheit bei den Bürgern selber, die dort interagieren sollen mit der Behörde, ist quasi nicht existent. Da ist irgendwie digitale Allmende ein bisschen zu wörtlich genommen. Ukrainische Kids treiben sich auf den Telefonen und Computern unserer Bürger rum und können dort mit reingrätschen, wenn wir versuchen, eine digitale Behördenkommunikation aufzubauen. Die Ausstattung in Behörden und Regierungsinstitutionen sieht so aus wie an Universitäten und Schulen. Das heißt, dort erstmal grundsätzlich technisch kompetentes Personal zu finden, die mit Rechnern umgehen können, Administratoren, die dort zeitgemäße Setups belastbar fahren können, ist üblicherweise in Behörden eine Glückssache. Und was mir persönlich immer wieder über den Weg läuft und was am Herzen mir liegt, ist, dass dort auch die Kompetenz, wirklich IT-Projekte zu begleiten, einzufordern, bestimmte Eigenschaften, die dann dieses Projekt haben soll, Eigenschaften in der Accessibility, Eigenschaften überhaupt, was das UX betrifft, Eigenschaften, was die Wiederverwendbarkeit von Komponenten betrifft, Vertragsstrafen steht alles nicht. Also so oft, wie ich mit
in Verhandlungen bei Behördensoftware gesessen habe und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, weil dort keinerlei tatsächlich belastbare Kompetenz sitzt. Es ist traurig und das zeugt auch dann davon, dass es offensichtlich auch gewollt ist von Menschen, die sich daran regelmäßig bereichern. Das heißt, es gibt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, in Behörden zu gehen, denen schlechte Software zu verkaufen und dort die Kontakte zu pflegen. Und auf der anderen Seite ist von denen, die das einführen, eher die Foto-Opportunity oder das Kanalisieren von Geld zu ihren Buddies mehr im Fokus als tatsächlich brauchbare und belastbare Software an den Start zu bekommen. Ja, das heißt, eigentlich würden wir uns als Gesellschaft wünschen, dass Komponenten, die in irgendeiner Behörde gebaut wurden und wahrscheinlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch in anderen Behörden genauso gebraucht würden, dass die eh als Open Source gebaut werden, dass eine Firma eben nicht die Möglichkeit hat, Logged-in zu erzeugen, indem sie Komponenten auf eine Art und Weise schreibt, dass sie die einzigen sind, die am Ende weiter pflegen können. Und wir als Steuerzahler können das genau auch nicht wollen. Aber eigentlich fehlt es dazu vorderst überhaupt an einem übergreifenden Konzept, das überhaupt zu wollen, das irgendwie in einer Föderation anzugehen, um zu sagen, wir hätten gerne einen Softwarepool, an dem sich irgendwie alle Verwaltungen bedienen können, der dazu führt, dass nicht jede Firma nochmal, jede Behörde nochmal von Grund auf die Software bezahlen und schreiben lassen muss. Am Ende ist es ja so, dass alle Behörden brauchen unten drunter irgendeine Datenbank mit Backups, einen Administrator, der das kann, und im Frontend irgendwelche Guidelines, die für alle Software immer wieder zutrifft, an denen man sich orientieren kann und das nicht wieder immer wieder selber aushandeln muss. Warum ist bei uns der Netzausbau so zum Heulen, wie er ist? Wir hatten dort in den 70er Jahren, hat die SPD beschlossen, dass es eine total tolle Idee ist, Deutschland zu verglasfasern. War ein geiles Projekt. Dann ist die CDU an die Macht gekommen und hat da mit Schwarz-Schilling, der noch einen Buddy hatte, der Kupferkabel im Keller hatte, haben sie das Projekt wieder abgesägt und wir hatten dann danach den Kupferausbau, der uns bis heute begleitet. Wir haben in den 2000er Jahren zwei größere Versteigerungen gehabt von Frequenzbändern, wo Gelder, die eigentlich in sinnvollen Netzwerkausbau hätten fließen müssen, kurzfristig in wahrscheinlich in Autobahnbau geflossen sind, in dem große Firmen, die genug Geld zusammenkratzen konnten, um uns das dann später als Teilnehmern an diesen Mobilfunknetzen wieder überzuhelfen, das kurzfristig hochgehustet haben, um auch als Oligopol andere Anbieter vom Markt drängen zu können. Und bis heute zahlen wir das Zehnfache von dem, was Mobilfunkverträge im Ausland kosten, für einen Bruchteil der Bandbreite, die wir da haben dürfen. Wir haben das Problem, dass wir nicht mal, wenn wir eine der wenigen Glücklichen sind, die tatsächlich Netzwerk dann in brauchbarer Bandbreite und Menge bekommen, dann können wir inzwischen nicht mal mehr dieses Netzwerk mit unseren Nachbarn, mit Freunden, die uns besuchen, mit vielleicht dem benachbarten Frauenhaus, mit Geflüchtetenheimen, mit dem nächsten Straßenfest teilen, weil sich Großkanzleien darauf spezialisiert haben, uns dafür zu bestrafen, dieses Netzwerk mit unseren Nachbarn zu teilen. Und die letzten Regierungen haben es trotz mehrfacher Bemühungen nicht hinbekommen, diesen Strafzöllen auf Netzwerk einen Riegel vorzuschieben. Und eins der wirklich wieder dahinter liegenden grundsätzlichen Probleme ist, dass irgendwie sich rumgesprochen hat, dass diese Digitalisierung irgendwie sexy sein müsse. Hat sich irgendwie das Meme etabliert, dass es plötzlich da ganz vorne beim Fortschritt mit dabei zu sein, ist irgendwas, was einen als Politiker besonders modern macht, was einen, keine Ahnung, wiederwählbarer macht, wenn man bei dem ersten Abflug eines Flugtaxis mit dabei steht. Grandios, wenn man 5 Blockchains fordert, um irgendwelche Kontaktnachverfolgungen halbe Seiten zu implementieren, wirkt man so, als ob man von der Materie eine Ahnung hat und ganz vorne
Industrie 4.0 am Puls der Zeit mit dabei ist. Und es ist eine einzige Einladung für Fehlentscheidungen, wo unser regierender Bürgermeister in Berlin irgendwelchen abgehalfterten Rapstars große Mengen Geld in den Rachen wirft, um eine nicht mal fertig programmierte, aber einigermaßen cool und klingende und aussehende App abzukaufen. Das ist so der Stand. Das heißt, eigentlich muss digitale Infrastruktur auszubauen eigentlich wieder langweilig sein. Es soll nicht Möglichkeiten geben, falsche Entscheidungen zu treffen, zu viel Geld in eine bestimmte Richtung zu channeln und wieder mehrere Jahre potenziellen Fortschritt uns selber zu verbauen. Ich muss ein bisschen hinmachen. Wir haben hier in Deutschland die einzigartige Situation, dass es eine seit Jahren sich konstituierende, austauschende und hilfsbereite Community von technisch affinen Menschen gibt, wie wir uns hier auch zusammengetroffen haben, um das zu besprechen. Das Problem ist, dass regelmäßig wird diese Netzcommunity mit Füßen getreten. Wir müssen als Häkchen, Zivilgesellschaft wurde angehört, müssen wir im Bundestag bei Anhörung antanzen, Häkchen, und unsere Meinung wird ignoriert. Wir haben eine starke IT-Security-Community, die sich miteinander austauscht, die gerne mal links und rechts guckt, die bei der CDU nachguckt, wie es in ihrer App aussieht, mit der sie da Wahlkampf betreiben. Wenn dort Sicherheitslücken gefunden werden, wird natürlich mit großem Dank und Applaus auf... Nein, die CDU verklagt die Sicherheitsforscherin, die dort die Sicherheitslücke entdeckt hat, und tritt ihr dort quasi dafür, dass sie dort ehrenamtlich aushelfen wollte, in den Hintern. Wir haben das Problem, dass es, obwohl es in Deutschland eine freiwillige Kultur des Ehrenamts überall gibt, scheint es im Digitalen immer nur irgendwie relevant zu sein, wenn sich da mit diesem digitalen Öl irgendwie Geld zu verdienen gibt. Forschungsergebnisse von Universitäten müssen irgendwie versilberbar sein. Dass eine Bildung ein grundsätzlicher Wert ist, der sich nicht sofort monetarisieren lässt, scheint offensichtlich als Grundidee abhanden gekommen zu sein. Wir sehen diesen Drittmittelwahn in den Universitäten, dass Professoren, die irgendwie rumgehen und viel Geld mit ins Institut tragen, viel mehr wert sind als die, die es nicht tun, weil offensichtlich uns die Maßstäbe so auch als Gesellschaft verloren gegangen sind. Wir haben das aber auch, dass Behörden die bei ihnen anfallenden Daten, die Liegenschaftsdaten, lieber teuer versilbern, als sie in Open-Data-Konzepten allen freiwilligen Tinkerern zur Verfügung zu stellen. Und wir haben die Ergebnisse der Universitäten, die hinter irgendwelchen Paywalls verschwinden, wo wir als quasi Gesellschaft, die mitfinanziert haben, diese Forschungsergebnisse nur darauf zugreifen dürfen, wenn wir die Universitäten nochmal dafür bezahlen. Das heißt, für eine Community-Kultur, eine Kultur der Gemeinschaftlichkeit, für eine Kultur, die nicht zuerst auf die Art und Weise guckt, wie man sowas versilbern kann, sind die Zeichen in Deutschland irgendwie mit dieser, keine Ahnung, Geiz ist geil Kultur, mit diesem lieber mit Blockchains viel Geld verdienen, als tatsächlich so solide, seriöse Infrastruktur zu bauen, haben wir... Oder, also ich sehe mich da als Betroffener, aber hat dieses Land in letzter Zeit echt einen Flurschaden hinterlassen, wo auch viele Freunde, die zum Beispiel in der IT-Security arbeiten, lieber abgewandert sind und woanders arbeiten. Auch unter anderem aus Gründen, wo wir später noch zukommen. Dafür haben wir total toll, total günstig, total billig die Möglichkeit, uns aus irgendwelchen Hochseekontainern billigste Elektroschrott zu kaufen. Das heißt, wir in dem Moment, wo die meisten Gadgets, die da gerade in den Discountern rumliegen, in die Regale sortiert werden, ist die Update-Strategie schon überaltert. Die meisten Devices sind abgekündigt. Es gibt keine Verpflichtung für Hersteller oder Verkäufer, zu sagen, wie lange diese Geräte denn noch funktionieren, wie lange diese Geräte Updates bekommen.
Wahrscheinlich installiert man sich so ein Device irgendwo bei sich zu Hause, das verbindet sich mit dem Internet, telefoniert gerade alles Wissenswerte nach Hause zurück zum Hersteller und nach 2 Monaten ist die Firma dann insolvent. Die Cloud-Komponente, die ganz dringend benötigt wird, um dieses Gerät zu betreiben, wird abgeschaltet und wir haben einen weiteren Batzen Elektroschrott rumliegen. Es gibt keine Verpflichtung für Hersteller oder Verkäufer, das zu verhindern. Wir sehen dasselbe Problem in der Software. Wer Software schreibt, die regelmäßig gebraucht werden kann, um Daten von Benutzern zu exfiltrieren, weil einfach bestimmte grundsätzliche Anforderungen an die Software-Sicherheit nicht eingehalten wurden, hat einfach nichts zu befürchten. Jemand, der Software betreibt und die Updates, die dann zur Verfügung stehen, nicht einspielen, hat echt wenig zu befürchten. Wir haben eher das Problem, dass wenn sich irgendwelche Verschlüsselungstrojaner auf dem Rechner einnisten und machen, dass man an seine Daten nicht mehr rankommt, dann ist man eigentlich nicht selber schuld, sondern das arme betroffene Opfer von irgendwelchen eh nicht beherrschbaren APTs, die dort im Internet rumgehen oder von irgendwelchen großen Spielern, gegen die man sich eh nicht wehren kann. Aber dass dort wieder eine gewisse Eigenverantwortung auch eingefordert wird, die aus einer digitalen Bildung kommen muss, hat sich leider in der Gesellschaft noch nicht so etabliert. Und zuletzt haben wir, wie wir eben schon in dem Vorgängervortrag gehört haben, eine Kultur von Sicherheitsbehörden, die möglichst weggehen vom Einsatz von Personal, von gut ausgebildeten Menschen, sondern sich lieber Lösungen verkaufen lassen, sich lieber Zufallsfunde geben lassen, die mit einer gewissen Technikgläubigkeit daherkommen, die einfach sich für mich nicht vereinbaren lässt mit der tagtäglichen Erfahrung, wie IT-Systeme wirklich gut funktionieren, ist plötzlich das Versprechen, dass irgendein Hersteller schon brauchbare Gesichtserkennungssysteme in großem Stil zum ganz sicheren Erkennen von irgendwelchen Terror-Hackern einbaut. Da werden raue Mengen Geld investiert statt in Personal, statt in Weiterbildung von Personal. Wir haben Forderungen nach Vorrat, die eigentlich eher dazu geeignet sind, allen anderen benachbarten Geheimdiensten einen guten Überblick über unsere Bevölkerung zu geben, als dass sie von unseren Sicherheitsbehörden tatsächlich sinnvoll benutzt werden kann. Und alles, was Innenpolitiker nicht verstehen, wird dann mit diesem Hammer-Gummi-Paragraphen, diesem Hacker-Paragraphen, in dem es absurderweise nicht mal um unrechtsmäßiges Erlangen oder Ausspähen oder Verändern von Daten, sondern einfach Unbefugtes, was es einfach sonst echt hart ist. Also die Juristen hier, wenn wir tatsächlich für die IT-Security-Szene etwas Gutes tun wollen, dann ist, glaube ich, das Präzisieren dieses Hacker-Paragraphen, wenn der nicht ganz abgeschafft werden kann, das allererste, was wir uns allen Gutes tun können. Ich danke hier mal der digitalen Gesellschaft, dass ich hier ranten durfte. Ich danke euch allen fürs Zuhören und wenn Fragen sind, gerne. Gibt es noch Fragen? Okay. Wenn sich niemand was fragt, du? Alles klar. Ich habe das damals, als das rausgekommen ist, mit großer Begeisterung durchgelesen und war vor allem relativ beeindruckt, wie umfangreich das war. Weil also oft, wenn jemand mal einen Blogpost schreibt, dann ist das so, passt das auf 2 Computerseiten. Kannst du schätzen, wie viele Personenstunden da involviert waren, um das zu schreiben? Ich habe eine Obergrenze, 2 Tage à 30 Leute, aber die natürlich nicht die ganze Zeit dran gearbeitet haben. Ich weiß, dass es wie 13 Computerseiten sind, weil ich es neulich mal irrtümlicherweise ausgedruckt habe. Und wir haben dann, glaube ich, schon rund um die Uhr noch am Feilen, Sortieren und kannst dir vorstellen, wenn man so viele Leute fragt, dann kommt nicht gleich am Anfang ein roter Faden raus. Und das dann erstmal vorzusortieren in Blöcke, die vielleicht auch noch mit dem Zuschnitt von zukünftigen Ministerien zu tun haben, war noch ein bisschen Arbeit. Dankeschön und danke dir. Da ist noch eine Frage.
Also mir fehlt so ein bisschen das Thema der, weiß ich nicht, Internet-Akkumulatoren, so Amazon, Google, Facebook und wie man die Problematik ein bisschen in den Griff kriegt. Also die ist meines Erachtens nicht herauszunehmen. Das ist total korrekt. Wir haben an einigen Stellen auch nachträglich mitbekommen, dass uns da noch Dinge fehlen, die eigentlich im Diskurs heute gang und gäbe sind. Wir haben den ganzen Bereich der digitalen Gewalt, die ja irgendwie auch mit den Plattformen zu tun haben, komplett verpennt, was tatsächlich an der Kürze der Zeit lag. Und auf der anderen Seite gibt es gerade so großen Plattformen gegenüber Schwierigkeiten, einen gemeinsamen Konsens innerhalb des Vereins zu finden. Einige nehmen die überhaupt nicht realistisch war sie im Sinne von, wollen überhaupt nicht anerkennen, dass es sich dabei um brauchbare Entitäten handelt. Das heißt, da ist dann irgendwie auch nochmal interne Diskussionen und wir wollten uns da nicht mit Dingen aus dem Fenster lehnen, die nicht so Konsens im Club sind, und gerade irgendwie eine Konsenskultur zu diesen großen Plattformen zu entwickeln, ist echt harte Arbeit. Alles klar. Da ist auch noch eine Frage. Alles klar. Hat irgendwer reagiert? Also ich könnte jetzt eine aufrichtige und eine unaufrichtige Antwort geben. Ja, aus allen Fraktionen kamen Signale, dass diese Formulierungshilfe wahrgenommen wurde. Was aber daran liegt, dass wir einfach Freunde in allen Fraktionen haben, die uns da applaudiert haben. Einige, andersrum, als ich mir das Personal angeguckt habe, was da tatsächlich gerade im Bereich digitale Infrastruktur die Sondierungsgespräche führt, war ich positiv überrascht, wer da drin sitzt. Das sind Leute, die müssen Digitalisierung nicht erst im Lexikon nachgucken. Wir haben da... Was ist, bei der FDP sitzt jemand, der vorher bei der Piratenpartei Vorsitzender gewesen ist. Wir haben dort Malte Spitz bei den Grünen als Verhandlungsführer, der bisher noch nicht durch Blödsinn aufgefallen ist, was man ein wohliges Gefühl schon im Bauch macht. Und so aus dem Büro von Konstantin von Notz kam, oh ja, großartig, gehen wir daher, schreiben wir um, tun wir gleich mit rein. Das heißt, ja, wir haben Feedback erhalten auf unterschiedlichen Kanälen, dass es zumindest wahrgenommen wurde. Gibt es noch Fragen? Alles klar. Dann vielen lieben Dank dir. Und wir kommen jetzt fast zum Ende. Und zwar kommt noch einmal, genau. Die Privacy Week in Wien hat schon stattgefunden, die Privacy Week in Berlin findet noch statt, und zwar vom 15.11. bis zum 21.11. Falls jemand Lust hat, sich dort einzubringen, dort mitzumachen, mitzuveranstalten, dann habt ihr nämlich noch Zeit. Und zwar könnt ihr einfach auf der Website www.privacyweek.berlin euch anmelden und einfach Teil davon sein. Genau, das ist ein kleiner Call for Participation. Und dann kommt natürlich noch der klassische DigiGuess Call for Participation. Und zwar suchen wir 100 neue DigitallobbyistInnen. Der Kampf für digitale Grundrechte ist immer noch nicht umsonst. Falls ihr denkt, dass ihr das Zeug dazu habt, Lust drauf habt, DigitallobbyistIn zu werden, würden wir uns super da freuen. Wir sind nämlich auch drauf angewiesen. Also. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Der nächste netzpolitische Abend, der findet am 7.12. statt. Wir freuen uns, wenn ihr wieder erscheint, und euch noch einen schönen Abend. Party.